Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Low-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Trindamere. Dass man ihn vorsorglich in Patch 14.10 gebufft hatte, weil man Leveltempo entfernt hatte, obwohl man alle ADC-Items wirklich ins Absurde gebufft hatte, war ein ganz dezenter Fehler. Vor allem in der Midlane ist er mit fast 55% Winrate in Emerald Plus absurd stark. Pickrate, Bunrate und Winrate sind drastisch gestiegen, daher gibt es für ihn im nächsten Patch direkt auch mal eine Nerfstelle. Bevor wir zum Nope der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Wie viele Euro sind eurer Meinung nach für einen guten Loiskin angebracht? Haut eure Meinung mal unbedingt in die Kommentare. Ab zu unserem Abfalleimer der Woche. Das ist Ezreal. Er ist momentan der laut Lolalytics schlechteste Champion im Spiel und das ist angesichts der Changes, die man im Patch 14.10 gemacht hatte, keine Überraschung. Essence Reaver ist mit das schlechteste Item im gesamten Spiel und Crit-ADCs dominieren die Welt. Das bedeutet gleichzeitig, dass Ezreal natürlich auf der Strecke bleibt. Seine Pickrate hat sich je nach Elo-Bereich teils mehr als halbiert und das, obwohl Ezreal eigentlich immer seit Anbeginn der Zeit zu den drei beliebtesten Champions im gesamten Spiel gehört hat. Keine Sorge, liebe Ezreal Mains, nächsten Patch gibt's für ihn direkt mal Buffs. Zeit für den Nope der Woche und das ist Karthus. Dank Blackfire Torch konnte Karthus in den letzten Wochen wirklich absurd viel Winrate und Pickrate gewinnen. Mittlerweile geht das Ganze deutlich runter, allerdings ist seine Bunrate mit 37% in Emerald Plus immer noch die mit Abstand höchste im gesamten Spiel. Nerfs gibt es für ihn tatsächlich vorerst nicht. Mit 51% Winrate ist er in Emerald Plus, nun aber auch wirklich kein besonders großer Überflieger. Ab zum Broken Pick der Woche und das ist Ashe. Crit Ashe ist zurück und das stärker als jemals zuvor. Über 54% Winrate hat sie in Emerald Plus. Erstaunlicherweise ist ihre Winrate aber bereits seit langem super hoch. Mittlerweile ist das wohl aber, ich sag mal, kein Geheimnis mehr. Ihre Pickrate und Bunrate sind wirklich saftigst nach oben gegangen. Ihre Bunrate hat sich teils nahezu verdreifacht. Ein Geheimtipp ist sie daher definitiv nicht mehr. Springen wir direkt zum Item der Woche und das ist Overlord's Bloodmail. Nachdem wir uns in der Season 4 von Atmas Impaler verabschieden mussten, hat Riot die Rufe aller Bruiser-Fans gehört und sich gedacht, hey, das Item bringen wir einfach mal mehr oder weniger unverändert in der Form von Overlord's Bloodmail zurück. Das Item liefert mit über 58% Winrate auf jeden Fall ab. Champions wie Mundo, Set oder Darius, die eh schon ordentlich Damage im Kit haben, knacken mit dem Item als dritten Kauf eigentlich alle die 60% Winrate-Marke. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass praktisch alle Tank-Items nun deutlich mehr Leben geben und die Giant Slayer als auch ursprüngliche Cutdown-Rune weg sind. ADCs haben damit also nun einfach sehr viel schlechtere Mittel gegen High-HP-Champions. Wenn die dann auch noch mehr Damage bekommen, dann läuft's super. Ab zu unserem Fail der Woche und dort zum zweifelsfrei teuersten League of Legends Skin aller Zeiten. Nächste Woche startet das Hall of Legends Event, in dem Faker geehrt wird. Passend dazu gibt es natürlich auch wieder ein Event mit Pass und ja, all den anderen Dingen, die damit dazugehören. Es gibt allerdings auch Skin Bundles, die wirklich absurd teuer sind. Das größte Bundle, das dennoch nur zwei Skins enthält, als auch ja super viel Kleinkram und so ein Zeugs, kostet fast 60.000 Riot Points. Wenn man die Riot Points in 100er Schritten kauft, sind das dennoch ganze 438,97 €. Ich habe es mal kurz dann ausgerechnet, dass Riot nach dem 200 € Lee Sin, Echo und Jhin Skins noch eine Schippe drauflegen würde, das habe selbst ich nicht gedacht. Die Community ist natürlich von dieser Aktion, sagen wir mal, nicht so begeistert. Seien wir ehrlich, den teuersten League of Legends Skin aller Zeiten mit Faker zu promoten und rauszubringen, einem Spieler, der praktisch nie Skins genutzt hat, ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Man hat einfach wirklich das Gefühl, dass sie ihn hier nur nutzen, um massiv Geld zu machen. Der Reddit-Post zum Skin ist der zweiterfolgreichste LOL-Reddit-Post des gesamten Jahres und hat das sogar auch auf die Reddit-Frontpage geschafft. Auf Twitter und Reddit gibt es schon Pläne dazu, dass einfach alle Spieler nun ab sofort sich darauf einigen, jedes Spiel Ahri zu bannen, um Riot so ein kleines bisschen eins auszuwischen. Auch ich habe ganz extrem das Gefühl, dass es nicht darum geht, Faker zu feiern, sondern dass man mit diesem Bundle wirklich einfach einen Skin und ein Bundle rausbringt, das ganz klar auf diese 0,1% Weights abzielt, die eh schon jeden Skin im gesamten Spiel haben und das auch weiterhin, koste es was es wolle, tun werden.
Kommen wir damit zum Trick der Woche. Nikos W ist perfekt, um Büsche zu checken. Häufig sehe ich damit allerdings, wie Spieler ihren W einfach nur eine Sekunde lang mit dem W checken. Ihr könnt allerdings kurz bevor euer W ausläuft, die Recall-Taste drücken. Damit könnt ihr dann mit eurem W Büsche und andere Spots nun zusätzliche 8 Sekunden lang checken und währenddessen dann noch machen, was ihr wollt. Was macht eigentlich Riot? Neben dem anstehenden Horde of Legends Event, das mit dem 14.12er Patch nächsten Mittwoch auf die Live-Server kommt, stehen nun auch die vorläufigen Änderungen des Patches fest. Die meisten Änderungen sind wie gewohnt eher Kleinkram. Entscheidend sind aus meiner Sicht die First Strike Nerfs, bei denen man das Flat God als auch den Damage Amp reduziert. Auch die Akali und Akshar Nerfs sind wirklich ziemlich ordentlich. Auch Ashe und Tranemere müssen natürlich noch mal ein kleines bisschen genervt werden. Zu guter Letzt ist auch der Void Staff Change eine nette Sache. Void Staff bekommt einfach 10 AP obendrauf. Seien wir ehrlich, das war auch ein langsamer Zeit, denn bisher gab es eigentlich nie irgendeine Situation, in der man sich gesagt hat, ja, Void Staff, das wäre hier schon besser als Crypt Bloom. Das war's tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier direkt den nächsten Patch Rundown.